Und es geht weiter mit Eternal Darkness. Ich bin Lotrade und das letzte Mal haben wir in dem Kapitel weitergespielt und haben unseren guten alten Freund Pius wieder getroffen, der uns irgendwie... Oh Gott! Warum seid ihr auf einmal wieder da? Ich laufe lieber mal einfach weg. Oh Gott, der Raum ist irgendwie schief. Ich kann nicht auf einen Schalter treten. Und verkackt. Durch diesen Schalter muss ich treten. Was zum... Oh Gott. Danke. Aua. Stirb. Ah ja, danke. So geht's auch. Helft mir fallen. Okay, schnell. Komm, Finalschlag. Ich will nicht völlig durchdrehen. Danke, okay. Ah, das war aber nicht so viel. Gott, okay. Jetzt wird das Spiel langsam echt extrem. Gott, mein Verstand ist gleich ganz... Warum werden die ständig automatisch irgendwie verletzt? Und der ganze Raum ist schief, weil mein Verstand gerade ziemlich weg ist. Okay, komm. Schnell ein Finalschlag. Danke. Noch einer. Noch einer. Yummy, 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 höre ich irgendwie im Hintergrund. Komm. Ja, das. Ich wollte nicht untersuchen. Ich wollte einen Finalschlag machen. Achso, das waren schon alle. Okay. Okay, dann haben wir das mal. Was passiert? Ah, jetzt geht die. Ich kann jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen durch die ganzen Gegner, die ich zuerst verschont habe. Ah, oh, danke schön. Viel danke. Und zurück rauf kommen wir nicht mehr natürlich. Der ganze Raum ist schief. Weil mein Verstand so kurz vorm Verrecken ist. Lauf einfach. Wow. Oh Gott, nein. Diesmal komme ich dann aber nicht so schön durch. Ah, und jetzt bin ich schon wieder fast tot. Okay. Dann heilen wir uns kurz. Okay, gut. Solange du noch laufen kannst. Lauf. So, okay. Gott, lass mich in Ruhe. Okay, okay, okay. Komm, ich will nur Verstand. Danke. Okay. Boom, Headshot, Boom, Headshot, Boom, Headshot. Wie viele Kopfschüsse halten die eigentlich auf? Und ich hab nur noch 7, Gott. Scheiße. Okay, aber der Finalschlag. Okay, wenigstens bin ich jetzt wieder halbwegs bei Verstand. Muss ich jetzt dahin? Nein, natürlich nicht. Ich bin wieder mal falsch gegangen. So. Muss ich wieder dahin? Lauf, kleine Motte. Nee, das war was anderes. Oh Gott. Keine doofen Tricks, du Monster, du. Es
rumbelt schon wieder. Da will ich, ich hoffe, ich werde nicht von dem verschnupft gefressen. Warte, was ist da für eine Statue? Können wir die auch untersuchen? Die Statue einer menschlichen Frau ist die Zeugin der Monstrosität, die diesen Raum füllt. Sie ist aus porösen Steinen gehauen, der im Laufe ungezählter Jahre mit den abscheulichen Absonderungen Mantoroks überzogen wurde. Ah, danke. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach durch die Tür, bevor das noch auf Hunger auf junges Fleisch und Blut bekommt. Okay, gehen wir durch. Was befindet sich da jetzt? Hoffentlich kommen nicht noch mehr Gegner, weil ich habe kaum mehr Munition. Fool! You should have run! Instead you will die! Where is the essence of Mantarok? Again, child. Very well, then. You will succumb to the horrors of oblivion. Selbst schuld, würde ich sagen. Wo war das also? Jetzt wissen wir, glaube ich, auch, was die Kerzen da wirklich aussagen, oder? Das war ja. Ja, das war ja genau gleich wie in diesem Kapitel. Mit der Tageszeit, okay. Schmaler Schrein aus Kerzen, ja, bla bla bla, Kerzen sind an. So, okay, wir müssen sie dem Bild oben anpassen. Für das war das ganze Kapitel, dann machen wir das mal. What's this? Die Reihenfolge, in der die Kerzen entzündet wurden, war der Schlüssel zu einem Geheimfach, das sich geöffnet hat. In ihm befindet sich eine Nachrichtenrolle. Nehmen. Okay. Eine antike, in Leder gebundene Nachrichtenrolle. Eine, in der früher versiegelte Nachrichten transportiert wurden. Sie scheint verschlossen zu sein. Irgendwas ist im Inneren verborgen. Soll Alex sie öffnen? Ja, natürlich. Sonst kommen wir nicht mehr. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel der Verschwörung verdächtig gefunden. Your presence is long missed, my liege. I feel that my power is weakening from your absence. Yes, your power flows from me. Without me, you are nothing. My meditations reveal a flaw in our plan. There is no flaw. Mantarok and the others move too slowly to counter our preparations. Once Mantarok is bound, its death will be prolonged for a thousand years. Its fate will assure that the balance of power over the opposing ancients will remain in our favor. And with the Keeper nullified, my power grows stronger still. And what of its essence? Mantarok has employed others to defend it. It is of no matter, for the power I will wield upon my return will crush and oppose me. Enough of this. What of this Charlemagne the Frank? Is he still a concern? His undoing has been planned in intricate detail. Those most loyal to him will be instrumental in his death. Nothing short of a miracle will keep him alive. And there hasn't been one of those for a long time.
Alex hat die Seite mit dem Kapitel an sich genommen und die Nachrichtenrolle beiseite gelegt. Jetzt dachte ich gerade, Alex hat plötzlich ein anderes Gesicht, weil sie nach unten gesehen hat und ich dachte, ihre Haare wären ihr Gesicht. Gruselig. Okay. Also, ich glaube, ich beende hier mal den Part, weil ich noch ziemlich fertig bin. Ich habe ja die ersten paar Parts jetzt alle hintereinander aufgenommen und die anderen waren sowieso alle ein bisschen länger, also nehmt es mir einfach nicht übel, okay? So. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.